Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier, und wir haben endlich Informationen zu den Dragon Ball Super Broly Charakteren, denn die aktuelle V-Jump hat quasi das Ganze, ja, veröffentlicht, und wir haben die Scans aus den V-Jump. Wir haben aber hier noch nicht die ganzen Scans, wir haben auch noch nicht die ganze Seite von den V-Jump Scans von Dokkan Battle. Heißt, wenn diese im Laufe der Zeit online kommen werden, Freunde, werde ich sie so schnell wie möglich auf meinen Social Media Kanälen posten. Am besten checkt hier an der Stelle meine Twitter Page ab, @dokkanbattle.de. Der Link ist in der Beschreibung. Und Freunde, aus dem aktuellen V-Jump Scan haben wir folgendes: Der neue Gogeta Blue und der neue Super Saiyan Broly erscheinen für die japanische Version von Dokkan Battle Ende Dezember. Gogeta Blue wird vom Typus Super AGL sein und Broly Super Saiyan wird vom Typus X-Gen physisch sein. Freunde, Ende Dezember für die japanische Version. Ich würde einschätzen, Ende Dezember könnte auf den 28.12. fallen, weil das ein Freitag ist. Das ist der letzte Freitag quasi von Dezember. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sie das raushauen. Der 21. zu Weihnachten wäre ein bisschen zu früh. Aber in der kommenden Woche sollten dann im Spiel selbst noch Informationen bekommen zu Part 2 des Story Events, was demnächst kommt, etc. Heißt, da müssen wir uns auch ein bisschen gedulden, wann genau das kommt. Aber aus den V-Jump-Scans, wie gesagt, haben wir, es kommt Ende Dezember für die japanische Version, Freunde. Für Global haben wir 6 Broly Movie Charaktere noch keine Informationen. Aktuellen globalen News sind aus dem League Team Dokkaner, Freunde, Shoutout an Team Dokkaner, nämlich dass für Global für Weihnachten, für die Weihnachtskampagne, die am 21.12. starten sollte, und da bekommen wir dann quasi Ingame News. Jedoch sollte da quasi ein neuer Hit kommen, nämlich der Dokkan Exclusive Hit, den wir gewählt haben. Er kommt zu einem komischen Zeitpunkt, denn wir sind quasi alle im Hype für die Dragon Ball Super Broly Charaktere. Ich kann es verstehen, aber wir wissen von Hit noch nicht, was er drauf hat. Ich kann mir dennoch dann trotzdem vorstellen, dass dieser Hit zum einen gut sein wird und sie ihn uns schmackhaft machen werden, weil es ein Christmas Banner ist, heißt, der wird wahrscheinlich einen Discount-Durchlauf bekommen, gute Tickets bekommen und so und so fort. Da müssen wir uns quasi noch ein bisschen gedulden zu den Informationen zu Hit für die globale Version, Freunde. Morgen ist eine Wartung auf der globalen Version. Eventuell wird er dann in die Daten reingeschoben. Und dann kriegen wir da Informationen. Jedenfalls spätestens Freitag, wie gesagt, wissen wir da mehr. Ich weiß, manche sind ein bisschen gekränkt wahrscheinlich, weil nicht die Broly-Charaktere auf Global kommen. Aber man kann das auch als Vorteil sehen, Freunde. Denn wenn wir jetzt durch die japanische Version wissen, was die Broly-Movie-Charaktere drauf haben, dann können wir es dennoch einkalkulieren und darauf wappnen, quasi auf Global, dass sie dann auf Global releasen. Heißt im Endeffekt, wir haben ein bisschen mehr Zeit zu sparen in Global. Ja, man kann es so oder so sehen. Ich denke dann trotzdem, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, wäre es nicht verkehrt. Aber der Hit, wie gesagt, bei dem müssen wir auch gucken. Der wird wahrscheinlich auch schmackhaft sein. Und ob man das sammeln sollte oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Weil wir wissen ja noch nicht, was er drauf hat. Wir wissen auch noch nicht, was die Dragon Ball Super Broly Charaktere haben. Wir haben gleich die Artworks, die werde ich euch zeigen. Und ein bisschen, ja, ein wenig mehr. Aber Freunde, sammelt jetzt nicht aus Trotz auf Global im Future Gohan Banner oder so. Spart eure Stones, ja. Weil Future Gohan braucht ihr nicht. Die Banner, die gerade auf Global online sind, die braucht ihr nicht, Freunde. Was dann zu Weihnachten abgeht, wie die Weihnachtsbanner aussehen werden, darüber sprechen wir dann die Tage. Wenn wir, wie gesagt, Klarheit haben, was überhaupt Hit drauf hat und was die Dragon Ball Super Broly Movie Charaktere überhaupt drauf haben. Wann, schätze ich, kommen diese Dragon Ball Super Broly Charaktere zu Global? Ich schätze dann wirklich, so wie es auch vom Team Dokkaner geleakt wurde, oder beziehungsweise so wie er es sagte, internationalen Release des Filmes, sorry, das sollte Januar sein, und ich kann mir vorstellen, dass dann Ende Januar ist. Weil auf JP kam der Film Mitte Dezember, Ende Dezember kommen die Charaktere, also könnten es in Global sein. Mitte Januar kommt es in den USA, sage ich mal, das ist der International Release, und Ende Januar kann ich mir vorstellen, dass dann auf die globale Version die Dragon Ball Super Broly Charaktere erscheinen. So viel dazu, Freunde, wie gesagt, also zu dem Global-Ding, aber jetzt auf der japanischen Version haben wir die Information aus dem V-Jump-Scan. Das V-Jump-Scan ist ein japanisches Magazin, Freunde, und daraus haben wir die Scans. Wie gesagt, wir haben ein AGL, Super AGL Gogeta Blue, das ist ein Artwork, Freunde, und diese, so ist es im V-Jump gelistet, der und Broly, ich zeige euch mal Brolys Artwork, Extreme Physisch, Super Saiyan Broly, diese erscheinen Ende Dezember, wie gesagt, ich schätze, der letzte Freitag im Dezember sollte Freitag sein, vielleicht aber auch zu Neujahr, am 31., wisst ihr, was ich meine, so legit an Silvester, aber so in den nächsten Tagen, Freunde, in der nächsten Woche sollten die Jungs erscheinen, oder um es klar zu sagen halt, wie es dran steht im V-Jump Ende Dezember, ne, aber ich peile da den 28.12. an. Jedenfalls, Broly ist vom Extreme Physisch Type. Super geil, Gogeta Blue, es wird ein Dual Dokkan Festival sein, heißt zwei Banner, separate Banner, wir wissen nicht, wie die Banner aussehen, wir wissen auch noch nicht, was die Charaktere drauf haben, wir haben nur ihre Typen
Typen, wir haben ihr Artwork und das. Und hierbei handelt es sich um die TOR-Version der Charaktere. Hier steht zwar UR dran, aber da führt, man sieht es wenig, da führt ein Pfeil nach oben, heißt irgendwie, also der Charakter, sein SR-Artwork wird sich awaken zu diesem Boy. Bei Broly sieht man das besser, den Pfeil, denke ich mal, war richtig. Ich glaube, ich habe es da besser gesehen. Ja, hier seht ihr das. Und das sind quasi die TOR-Versionen. Dieser Broly heißt Super Saiyan Broly. Also bei dem Broly kann ich mir daher vorstellen, zum einen ist das gut, weil die LR Broly, die heißen Legendary, Legendary Super Saiyan Broly. Heißt, man kann Super Saiyan Broly mit dem Legendary Super Saiyan Broly zusammenspielen. Aber zum anderen kann ich mir auch vorstellen, dass der, eben weil er nicht Full Power Broly ist, dass der eine Transformation haben könnte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ähnlich wie in Legends. In Legends haben wir nämlich auch Sparking Super Saiyan Broly und der kann sich dann transformieren zum Full Power Broly. Das kann ich mir bei dem wirklich auch sehr gut vorstellen. Bei Gogeta kann ich mir nicht vorstellen, dass er eine Transformation hat, weil es ist die Theo-Version. Und die Theo-Version ist direkt so, zu was soll er sich transformieren? Wisst ihr, was ich meine? Er ist schon in der Super Saiyan God Super Saiyan Form. Deswegen, so meine Spekulation dazu, Freunde. Mehr wissen wir auch leider noch nicht. Wie gesagt, es gibt ein, normalerweise ist das Ganze so, das ist normalerweise eine ganze Seite, so wie bei Goku Black Scans, aber die ganze Seite haben wir noch nicht. Und hier, schaut mal, Freunde, hier steht auch dran bei Goku Blacks Artwork, da führt ein Pfeil hin, da steht UR dran, also können wir quasi annehmen. Oh, sorry. Ah, beziehungsweise lass mir das ganz kurz mal refreshen. Vielleicht kam neue News rein. Ich refresh auch gleich mal Twitter. Deswegen können wir bei den zwei Scans sagen, die wir haben, das sind die Theo-Version der Charaktere, Freunde. Und ja, Legends hat da auch irgendwie eine Maintenance, eine Notfallwartung, da geht auch irgendwas ab. Jedenfalls, Freunde, so viel zu den News. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was haltet ihr von den News? Wir haben quasi ein Zeitraum, wann sie released werden, Ende Dezember, wir wissen, wie sie aussehen, wir wissen die Typen von den Charakteren, das mit den Transformationen war eine Spekulation von mir, aber was denkt ihr, Freunde? Was denkt ihr, wie werden die Charaktere sein? Denkt ihr auch, dass sie quasi eine Transformation bekommen werden? Dieser Broly, bei dem kann ich es mir stark vorstellen, mit Gogeta eher nicht. Was hattet ihr davon, Freunde, an sich overall? Was denkt ihr, wie werden diese Charaktere sein? Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich, ja, bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann auch das nächste Mal. Haut rein, Freunde, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.